Und damit ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute, Leute, sind wir zurück in der Welt von Minecraft Eternal. Und heute, Leute, habe ich gar nicht so viel Neues geplant. Ne, Plenny, du bist hier immer noch mit deiner krassen Bude am Start. Wieso hast du immer noch diese krasse Bude hier? Ich zähl dir die noch ab. Pass auf. Wenn du einmal frech wirst, ne, dann hast du die nicht mehr. Tschüss. So, Leute. Ne, eigentlich habe ich was geplant. Heute wollte ich ein bisschen eine Mining-Tour machen. Und vorher aber noch natürlich zum lieben Professor Einstein gehen, der jetzt eingezogen ist, beziehungsweise quasi gerade kam. Und Leute, ich muss mich direkt entschuldigen. Bisher ist hier nichts Neues, weil ich dafür noch keine Zeit hatte, weil ich ziemlich viel noch zu tun habe und demnächst auch haben werde. Ich hoffe trotzdem, dass ich hier noch einiges an meinem Haus zum Beispiel auch machen kann. So, als erstes gehen wir jetzt nochmal nachträglich ein frohes Fest gezeichnet Santa. Oh, Leute, dafür, dass wir Santa gerettet haben und er Weihnachten uns nichts geben konnte, gibt er uns, glaube ich, jetzt ein Geschenk. Wie nett von ihm. Ich habe echt Angst, was da drin ist, ne? Vielleicht ist das auch nur so eine Fall. Egal, Leute, das machen wir gleich auf. Als erstes will ich mit dem lieben Einstein reden. Na, mein Freund, du hast ja noch nicht eingerichtet. Okay, stimmt, du bist ja auch gerade erst gekommen. Oder hast du vielleicht oben eingerichtet? Nee, okay. So, also er wohl hier anscheinend wohnen. Ist ja eigentlich auch ganz perfekt für so ein Labor eines verrückten Wissenschaftlers. Hier kann er auch direkt zu den nächsten gucken, die hier hinkommen werden. Mal, ich bin wirklich gespannt, Leute, wer von unseren Freunden noch welches Haus nehmen wird. So, aber jetzt erstmal ab zum lieben Einstein. Ein schönes Haus ist das hier. Perfekt für mein neues Labor. Ich danke dir dafür. Die erste Maschine, die ich bauen werde, wird übrigens eine Ortungsmaschine. Damit wir bald wieder alle vereint sind. Das ist eine super Idee. Leute, wenn er diese Ortungsmaschine gebaut hat, können wir nämlich endlich unsere Freunde suchen, die dann hierher holen. Und dann wohnen wir endlich wirklich alle zusammen, wie das hier geplant ist. Das ist cool. Einstein, ich freue mich schon drauf. Gutes Gelingen dir. So, jetzt bin ich aber noch gespannter darauf, was uns Santa geschenkt hat, Leute. Warte, ich fühle mich hier gerade so ein bisschen schutzlos, Leute. Und wir haben Hunger. Ich muss mal gerade gucken, ob wir noch was zu essen haben. Ob wir noch Ofenkartoffeln haben. Leute, wir ernähren uns hier sehr viel von Kartoffeln. Nee, okay. Wir haben aber ziemlich viel Brot, Karotten und auch einiges an Fleisch noch, Leute. Na, wir haben uns dieses Mal tatsächlich ziemlich, ich sag mal, vegetarisch ernährt. So, jetzt bin ich gespannt, was drin ist. Was? Als Weihnachtsmann, wenn du das siehst, ich liebe dich. Oha, wie viele Totems und Herzbehälter und... Erstmal, Leute, wie viele Level? Wir sind jetzt Level 32. Wie viel bekommen wir damit? Okay, 34, fast 35. Dann haben wir hier Herzbehälter. Leute, die können wir sofort nehmen und... Wir kriegen eine extra Herzreihe. Das ist cool. Das ist cool, Leute. Endlich haben wir eine extra Herzreihe. Das war so eine der Sachen, die uns gefehlt hat. Dann haben wir hier Kekse. Das ist lecker. Wir haben ein Explochon-Sword-Totem. Wir haben hier Flaming Fury-Totems. Ein Sky-Stuff-Totem. Goofy Greatblade-Totems. Und Giga-Cannon-Totems. Okay, dann baue ich die erstmal ab. So. Und das Schild auch mal. Also Santa, vielen, vielen Dank. Leute, ich hebe die Totems aber tatsächlich noch auf. Dann können wir vielleicht... Wollen wir die jetzt aufmachen? Eigentlich will ich die jetzt aufmachen. Eigentlich schon, Leute. Wir haben die bisher immer aufgemacht. Leute, dann gibt es jetzt auch noch mal ein kleines Unboxing. So. Dann gehen wir wieder zu unserer Stelle, wo wir das letzte Mal auch waren. So. Die war ja hier hinten, glaube ich. Ja, genau. Wir hatten die hier am Fluss gemacht, Leute. Dann machen wir das hier auch nochmal. Wir fangen mit dem Explochon-Sword-Totem an. Und? Nichts. Okay.
Leute, wir haben aber noch Flaming Fury. Warte, ich habe eine Idee. Wir stellen das hier in so einer Reihe auf. Die machen komische Sounds. Oh nein, ich habe sie komplett verschoben. Und dann haben wir noch mal hiervon welche. Okay. Oh, ein Loot Case. Dark Knitters. Strong. Ah, aber die sind schwach so. Aber die geben Stärke, das ist cool. Nichts. Nichts, nur dieses komische rote. Stimmt, da meinte einer, dass man dazu so ein Teil craften kann, damit man das aufsammeln kann. Muss ich nochmal nachgucken, genau was das war. Okay, komm. Ach, schade, Leute. Wir haben so viele Totems, da muss doch was rauskommen. Nein, nein. Okay, wir haben wieder ein Banner, das ist cool. Noch das gleiche Banner, okay. Jetzt haben wir hier Kelief Tokens, was auch immer das ist, keine Ahnung. Noch ein Banner, wir haben jetzt 3 Lotto-Banner. Okay, Leute, ich glaube, wir haben anscheinend heute nicht so viel Glück. Ah, schade, Leute. Wir hatten gar kein Glück. Ah, ich dachte gerade, die hätten wir gewonnen. Nee, aber die hatten wir ja schon das letzte Mal. Okay, Leute, heute war das Glück uns leider nicht hold, aber so ist das. Ich bin trotzdem dem Weihnachtsmann sehr dankbar dafür. Dann haben wir jetzt nämlich hier ein kleines Unboxing gemacht. Ist schade, aber Leute, was soll man da machen? Was willst du denn jetzt? Komm runter, wenn du dich traust. So, Money, perfekt. Wurde hier wieder Feld abgebaut? Nein. Gut, Glück gehabt an alle Monster. So, wir gehen das gerade einsortieren. Ein Lotto-Banner können wir oben noch aufhängen. Leute, ich baue das noch demnächst schön, wenn ich mal die Zeit dazu finde. So, wir haben jetzt irgendwelche komischen Tokens. Da ich nicht genau weiß, was das sind, wir aber schon mal so Never-Tokens haben, packe ich das mal hier zu. Wir haben Dark Knickers, das packe ich einfach mal hier rein. Und dann haben wir hier davon ganz viel. Und wir haben wieder ganz, ganz viele Samen. So, und da packen wir auch noch die mit rein. So, dann haben wir jetzt noch eine Truhe. Die packe ich hier mit rein. Ein Schild, das kommt hier auch rein. Und dann gehe ich mal gerade an unseren Backpack. Da wir dort unser Rifecast haben, unseren, wie heißt es, Leute, ich komme nicht drauf, unseren Geldbeutel, das war's. So, und Leute, dann gehen wir jetzt nämlich eine Höhlentour machen. Ich hoffe, ich habe meine andere Spitzhacke mit. Ja, perfekt, Leute. Gut, dann gehen wir uns jetzt eine Höhle suchen. Hoffen wir einfach mal, dass wir eine schnell finden. Und ich würde am liebsten eine nehmen, die wir bisher vielleicht noch überhaupt nicht hatten. Oh, perfekt, hier ist ja sofort eine. Dann nehmen wir jetzt unsere Fackeln, packen die in die zweite Hand. Okay, das ging schnell. Hier ist wieder dieses Insanity Ore. Oh, hier scheint ein anderes Biom oder so zu sein. Aber bisher ist hier noch kein cooles, starkes Erz, glaube ich. Oh. Das sieht aber interessant aus. Und hier schwebt der. Ah. Wir haben hier Essenzbeeren. Das passt natürlich gut. Dann wäre jetzt wir jetzt nämlich Level 35. Da geht es aber auch nicht viel weiter. Wir müssen tiefer, denn je tiefer wir kommen, desto bessere Erze finden wir. Hör, hier ist einfach Holz. Aber da unten war ein Spinnenweben. Ohne Grund Holz, nice. Hier sind ultra viele Spinnenweben. Liegt vermutlich am Spinnenspawner. Aber hier scheint tatsächlich
ein Dungeon zu sein. Wir haben hier Diamant-Nuggets. Oder vielleicht doch nicht? Okay, anscheinend doch nicht. Leute, dann gehen wir halt wieder. Enttäuscht. Hallo. Oh, oh, was bist du? Erebon ist a practical für Powerness. Wer auch immer Erebon ist, Leute. Ich kenne nur einen Ereboss. Ach, wir könnten unseren Helm wieder aufziehen. Cleave Realmstone. Eieiei, keine Ahnung, was man damit machen kann. Es wird wieder rot. Ich glaube, Saphir ist gut. Was ist das? Ah, Topaz. Ich weiß nicht, wie gut das ist, aber das sieht immer cool aus. Redstone brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich wollte gerade gucken, wie viele Uses die Spitzhacke. Nein! Oh, wie viele Uses die Spitzhacke hat, Leute. Und genau in dem Moment ist sie natürlich kaputt gegangen. Wer kennt's nicht? So. Muss ich meine alte Spitzhacke, meine coole wieder holen, die zwar nicht Autobrennen hat, aber die ist trotzdem gut. Oh, dieses Rot nervt. Wow, hier ist einfach nichts. So, was haben wir denn hier? Was bist du denn? Lead Ore. Ich habe keine Ahnung, was das macht, Leute. Wenn ihr euch hier ein bisschen mit den Erzen auskennt, schreibt mir unbedingt mal ein paar Hilfen in die Kommentare. Das sieht auch cool und vielversprechend aus. Jetzt baue ich mich hier erstmal wieder nach. Na super. So, wo sind... Hallo, wo sind wir denn? Sind wahrscheinlich Rubine. Ja. Rubies haben wir hier, Leute. Mal gucken. Das Saphir hattet ihr mir nämlich gesagt, dass das ultra gut ist. Nein. Oh, wie viel Glück haben wir denn? Krass. Ich dachte, das würde jetzt verbrennen. Wow. Hier geht's aber auch nicht weiter. Hier auch nicht. Na super, Leute, wir sind wieder in der Sackgasse. Hättet ihr mir das nicht früher sagen können? Nein, Spaß. Euch trifft natürlich keine Schuld. War hier wirklich nicht noch vielleicht irgendwie was? Doch, da. Da geht's wieder hoch. Oje. Hä? Raw Squid. Alles klar. Und kann es mal aufhören, jetzt rot zu sein? Ist näher. Ah! Cool, danke. So, davon haben wir auch schon einiges. Limonit. Oder Limonite. Hier ist auch viel davon. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Nehmen wir es einfach mal mit, Leute. Schaden kann es ja an sich nie. Kann uns nur Platz wegnehmen. Jetzt auch noch weiter hoch. Wir haben hier noch mehr Limonit. Limonite. So wie Dynamite. Nein, was ist das? Oh nein, Kupfer ist meistens schlecht. Okay, hier geht's weiter runter. Leute, wir gehen so weit runter, wie es nötig ist. Wow. Kann... Titanium. Titan ist cool an sich. Und sollte auch ziemlich gut sein. Gibt's auch nicht allzu häufig. Also kann es relativ stark sein, Leute. Wir hoffen es einfach mal. So. Da ist ein Fischi! Da geht's weit hoch. Aber ich will ja eher runter. Das ist nochmal Titan. Titanium und auch nochmal Limonite. Das kann wahrscheinlich gar nicht so gut sein, so häufig, wie das hier spawnt.
So. Ach nee, hier waren wir eben. Mann, ich komme hier komplett durcheinander. Hier haben wir eben auch gebaut. Hier ist Lava. Mal gucken. Leute, vielleicht finden... Oh, was ist das? Das sieht cool aus. Cyanid. Okay. Ich weiß nicht, wie gut das ist, aber ich glaube, das könnte gut sein. Das sieht jedenfalls vielversprechend aus. Und das haben wir noch gar nicht. Ja gut, das ist kein Titanium. Wir haben hier Uranium noch. Oh, Laufen haben wir jetzt gelevelt. Nice. So. Hell, das hat dem ja überhaupt nichts gebracht. Ich habe durchgehend Stärke, fällt mir gerade mal auf. Cool. Ne, weiter rund. Ah. Leute, hier ist nochmal... Ah, wir sind wieder zurück in diesem Biom, nenne ich es mal wieder. Ja, das hatten wir doch gerade. Ach, laden wir mal wieder erstmal alles hier ein. So, so, so. Was ist das? Mithril, okay. Das hier ist komplett blau. Wir haben hier wieder auch Uranium. Nee, darauf habe ich jetzt keine Lust, nochmal da hoch zu gucken. Warum sind außerdem... Leute, anstatt die Creeper sowieso schon schwer genug sind, so sich von hinten anschleichen, man merkt die nicht und so. Nein, stattdessen gibt sich ja einfach noch komplett unsichtbare Creeper. Danke, Mod-Entwickler, für nichts. Für nichts. So. Das sieht eigentlich ganz vielversprechend aus hier. Oh, was bist du denn? Naja, egal, jetzt bist du tot, ne? So, und hier scheint... Rubine und so nochmal zu sein. Ich glaube, hier ist nicht mehr so viel Leute. Außer, dass wir gerade einen Fisch getötet haben. Dann gehen wir jetzt mal hier runter. Oh, gucken. Da hinten ist was Rosanes. Rosa sieht interessant aus. Von wo? Nein, ich stand... Leute, es ist meine Schuld. Es tut mir leid. Ich sehe jetzt schon die Kommentare so. Ja, was kannst du eigentlich? Bla, bla, bla. Ja, ich kann nichts, Leute. Das sagen mir alle immer. Und dann kann ich immer noch nichts. Pink Diamond, wie cool. Was kann man daraus machen? Cool, ich hasse es, wenn irgendwie funktioniert hier Just Enough Items nicht so, wie es soll, habe ich das Gefühl teilweise. Naja, hier ist nochmal Pink Diamond. Ich hoffe, das ist stärker als normaler Diamant, das wäre cool. Ach, was bist du denn? Emerald Nugget Ore, okay. Okay. Leute, schaffen wir es darüber? Okay, wir schaffen es nur bis hier. Da steht aber eine Rose. Das ist sehr bewachsen, also verwachsen. Ich glaube, ich gehe nämlich da mal hin. Da sind auch Diamanten. Und wo Diamanten sind, lernt man ihn in Minecraft normal. Ist krass. Langweilig. Weak Essence. Ich bin nicht schwach. Also hoffe ich. So, hier sieht spannend aus. Weil hier ein Dungeon ist, Leute. Das ist cool. Okay. Hallo? Menschen?
Hallo? Hier ist... Ey, was geht hier denn ab? Ein Trank der Stärke. Irgendwas läuft hier komplett falsch. Leute, seht euch mal diesen Dungeon an. Direkt mit einer Kristallhöhle. Ich höre irgendwas. Leute, woher kommt das? Ist das ein Drache? Oh, eine Box, eine Box. Geld, tschüss. Ich höre hier irgendwo einen Drachen. Von wo kommt das? Leute, von wo kommt das mit dem Drachen? Hör auf! Lass das! Oh, so viele Boxen! Es tut mir leid, Insanity Ohr, Bruchstein. Holy! Guckt mal, wie viele Boxen hier liegen. Wo kommt ihr denn alle her? Hilfe! Leute, das kann doch nicht sein! Ich hab die Box, ich hab die Box! Okay, okay. Parasit, okay. Oh nein, komm, bleibt weg. Guck mal, wie verdammt viele Boxen hier stehen. Ha, oh. Ich heul gleich. Ey, Mann! Okay, Leute, ich habe eine Idee. Und zwar, Sekunde, 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 baue ich mir jetzt hier, wir haben ja diese Goldruhe bekommen, ich baue mir jetzt sofort hier eine Kiste hin und pack dort erstmal das ganze Zeug rein, dass ich dann später, wie sagt man, einsortieren werde. So, dann gibt es nämlich auch noch jetzt gleich ein kleines Unboxing. Hier habe ich jetzt nicht noch weiteres drin. Das heißt, wir können jetzt erstmal noch einen Trank einsortieren. Perfekt. Und wir haben ein verzaubertes Buch. Perfekt. Leute, und jetzt gibt es nochmal ein kleines Unboxing zum Schluss. Und zwar fangen wir mit dem Basic Case an. Haben einen Icy Gold Digger. Mining Speed 9. Schlecht. Iron Box. Wir kriegen Fäden. Wie schlecht kann das denn bitte hier wieder werden? Medieval Box. Direkt alle hintereinander öffnen. Wir haben ein Longbow. Das ist ganz cool. Und sonst nichts. Wir haben nur ein Longbow. Okay. Leute, aber unser Atlantic Bow ist schon stärker. So, dann haben wir hier noch eine Katana Box. Und haben... ein Chainblade. Okay, ist jetzt nicht so krass. Ancient Box. Okay, was haben wir hier? Wir haben Golden Deck, Pater und Mambele. Die Mambele kennen wir ja schon. Was ist das?
Leute, wie cool sieht das denn aus? Okay, das ist eine echt coole Waffe. Dann natürlich so einen normalen Speer. Aber wie cool sieht denn das aus? Wir haben hier wirklich so eine Klinge einfach an unserer Hand. Okay, das ist echt cool, Leute. Und damit soll es das auch für diese Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen planetarischen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt natürlich auch den Abo-Button. Das würde mich mega freuen. Und Leute, jetzt wünsche ich euch noch einen planetarischen Tag. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dann!